Ja, rückgedeckte Unterstützungskasse oder pauschal dotierte Unterstützungskasse, auch das ist ein Vergleich, den man durchaus ziehen kann, methodisch aber was ganz was anderes ist, wenn wir erstmal die Gemeinsamkeiten sehen. Beides ist hundertprozentig gegen Insolvenz gesichert, beides ist sicherungspflichtig vor dem Pensionssicherungsverein, also der Pensionssicherungsverein muss im Insolvenzfall dafür aufkommen, egal ob versicherungsrückgedeckt oder pauschal dotiert. Das ist die Gemeinsamkeit. Der Unterschied ist natürlich eklatant. In einem Fall fließt das Geld ab, fließen aus Mitarbeitersicht Kosten, Provisionen und so weiter ab. Das Geld wird in der Regel in Staatspapieren angelegt. Griechische, spanische, was auch immer. Muss jeder selbst entscheiden, wie er dem vertraut. Es gibt auch genügend hier Videos und zum Thema Versicherung und Haftung bei Versicherung, Betrug, Versicherung und Versicherungen sind schlimmer, als man denkt. Ja, das ist der eine, es fließt einfach zur Versicherung mit den entsprechenden Folgen. Beim anderen bleibt das Geld im Unternehmen, arbeitet im Unternehmen, verzinst sich für einen Mitarbeiter ab dem ersten Euro an, trägt bei zur Mitarbeiterbindung, weil die Effizienz natürlich sehr hoch ist, die Effizienz durch einen Arbeitgeberzuschuss noch gesteigert wird und trägt auch zur Innenfinanzierung bei, zur Entschuldung, zur freien Kapitalanlage, zur Anlage in Sachwerten und so weiter. Methodisch zwei verschiedene Dinge und mit Sicherheit eine Entscheidung, die in Zukunft noch mehr Unternehmen anders entscheiden werden, als es in der Vergangenheit. Und zwar unabhängig, ob die pauschalodierte Unterstützungskasse jetzt nur für den Führungskreis oder auch für das Kollektiv eingerichtet wird, was übrigens sinnvoll ist und auch eigene Versorgungen mitzufinanzieren hilft.